Nein, die ist nicht tot. Oh shit. Wieso take ich den Tower? Oh shit. Was macht der denn hier? Yeah, Buddy! Was geht, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot und ich habe ihn mal wieder dabei. Endlich bist du zurück. Jilly! Hallo! Belli. Weißt du, was gerade richtig schlimm ist? Was? Mein PC laggt unnormal. Ich weiß nicht, warum. Nee, es hat sich noch nicht gefangen. Du willst mich veräppeln? Nein, es laggt gerade richtig heftig. Aber ich sehe, du bewegst dich. Ja, aber bei mir bleibt immer zwischendurch kurz stehen. Ich muss mal kurz gucken, was ich noch laufen habe. Da ist irgendwo ein Bug drin. Sekunde. Aha. Downloadet der Junge etwa gerade etwas? Nein. Bei mir macht hier irgendwas. Na klar. Alter, ernsthaft? Es geht gerade. Was ist das hier? Was ja, soll das? Reconnecte schnell. Ja. Exit Game. Alter, ich weiß nicht, was hier los ist. What the heck? Also ihr seht es in der Aufnahme, ich lasse die laufen und ich werde jetzt die ganze Zeit hier bleiben. So, jetzt den Porno nicht mehr downloaden und dann ist das Game gleich wieder... Nee, das ist ja das Spiel an sich. Es ist einfach, das Spiel an sich hakt und ich weiß nicht warum. Also du meinst, den Porno-Download kann man einfach weiterlaufen lassen, oder? Ja, das... das war noch nie ein Problem. Ich weiß warum. Irgendeine Raptor-App habe ich hier gehabt, die hat mich irgendwie die ganze Zeit gehackt. Leute. Ihr seht, ich habe jetzt auf Disconnect, also auf Reconnect gedrückt, jetzt müsste eigentlich das neue Bild kommen. Komm schon, go, ich will wieder rein. 1%, 2%, 3%. Es geht ja richtig flott. Ja, ich bin schon mal 30, ab geht's. Wie viel hast du jetzt? 62. Okay, das 62. Geht schon. Hättest also nicht wundern bei mir, ne? Ich esse nebenbei hier so voll gegönnt und voll geil. Gegönnt. Oh, ich hätte auch Bock drauf. Ja, wir haben gestern hier so Mettbrötchen voll gut mit Zwiebeln und oh geil. Das könnte jetzt auch, Alter. So, jetzt zum Game. Ich spiele Vega, weil der einfach in den Worlds oft gespielt wird und Incarnation ist ja der neue Vega-Gott. Und ja, ich muss diesen Champion jetzt einfach auch mal selber austesten. Ist der so OP, wie alle sagen? Mike hat es mir auch schon vorher gesagt, dass der wirklich super strong ist. Und ich teste das jetzt mal gemeinsam mit Toxic. Und Toxic spielt Corki ADC. Wolltest ja, erstes Game des Tages. Ich freue mich richtig wegen Last Hit und so. Das sind immer die schönsten Aufnahmen. Aber mit der Community ist immer cool. Und die Community carried auch meistens. Ah ne, du musst carryen, habe ich gesagt, ne? Naja, so wie immer. Weil der Toplaner ist da. Die Überheblichkeit hat er in den 3 Wochen nicht verloren. Das waren 4 Wochen. Echt? Danke. Wir haben uns 4 Wochen nicht gesehen, oder was? Nicht aufgenommen. Was er nicht gehört, ja. Und die Community hat dich schon gehört? Ne, du hast auch ein bisschen nicht aufgenommen. Nee, ich habe 4 Wochen gar keine Aufnahmen gehabt. Wow. Und das ist jetzt wieder quasi deine erste? Nee, gestern hatte ich schon welche, aber es sind halt so ein paar Dinge, ne, wenn man lange nicht spielt, dann merkt man das halt auch. Ja, auf jeden Fall, 4 Wochen ist mega, Alter. Ich war damals 2 Wochen im Urlaub und danach fühlst du dich auch erstmal total wie Bronze oder Silber. Und ja, dann brauchst du auf jeden Fall ein paar Tage sogar, also. Oh, ich hab den Dicken noch bekommen hier. Also falls der Junge jetzt den einen oder anderen Last-Hit verpasst, seid gnädig. Nee, seid bitte richtig böse auf mich, weil ich bin auch selber böse auf mich. Ach komm, chill. Seid bitte richtig böse auf... Holy moly, good job! Und dafür ist Diana tot. Ja, was hab ich denn jetzt hier? 10 zu 15, Alter, was? Ich lastete so bad, aber ich bin trotzdem besser. Ah, Gangplank kriegt den Kill. Damn. Oh, wen haben wir denn hier? Trashikowski! Boom! Oh shit, ich habe ja no chance gegen den. Ah, Trash, komm, wir lassen's. Das ist noch zu früh. Vega glänzt im Late Game. Da will ich genau hin. Ich hätte vielleicht einen Mana-Trank mitnehmen sollen. Merke ich jetzt. Damn Dodges, Alter. War ja nicht mal schwer für mich zu dodgen. Das war ja so predicted. Er hat nichts verlernt, der Junge. In 4 Wochen, Alter. Ja, schämst du dich gar nicht, ey? Ja, ich habe mich schon ein bisschen so scheiße gefühlt. Aber im Nachhinein dachte ich mir so, dafür habe ich jetzt eine ultra krass geile Wohnung meiner Freundin gezaubert. Und ich bin so glücklich, dass wir das ja, so viel haben. Und das ist halt Real Life. Und Real Life
hat manchmal noch ist manchmal noch mehr, obere Priorität. Ja, auf jeden Fall. Aber nur manchmal. Vor allem profitieren die Leute ja auch davon, weil es ist einfach so, wenn ich mich wohler fühle in meiner neuen Umgebung und ich kann besser aufnehmen und ich habe kein Problem mehr, dass ich auf irgendwen achten muss, auch zeitbedingt. Ja. Wobei das Ding halt ist, na gut, mein PC und sowas steht im Schlafzimmer. Ach, das Scheiße. Heißt, wenn Lisa schlafen möchte, dann muss ich halt mal aufhören, aber nö. Sag mal, weil mich das gerade so interessiert, weil ich sie lange nicht mehr gehört habe, ist deine Schwester mit umgezogen? Nein, ich glaube, die ist verschollen gegangen während des Umzugs. Scheiße, hat sich irgendwo im Suff verlaufen. Nee, das Problem ist, ich habe sie in irgendeinen Karton gepackt, aber dann war sie einfach weg. Okay, ich verstehe. Also die gute alte Toxeline, die will einfach nicht mehr. Wir werden sie alle vermissen. Ja. Einmal einen Daumen hoch und ein Liebeskommentar von euch allen für die Toxeline. Wir wünschen dir alles Beste, Toxeline, dass du irgendwo unter einer Brücke auch glücklich wirst. Ja, ich glaube, der Karton ist wirklich... Oh, ich bin fein raus aus der ganzen Sache hier. Oh nein, bin ich gar nicht! Oh nein, bin ich gar nicht! Was soll das? Alter, denn? Die Gangplank-Ulti hat's gerissen. Ja! Oh, ich komm. Ah, shit. Ja, geil, ich hab kein Geld, ich muss mit Schienen kommen. Das ist ja kacke. 1-3, das geht noch. Ah, das liegt daran, weil wir gar keine Wards hatten. Das ist ja blöd. Blöd, die rissen ja an. Ich hab da auch kacke gespielt. Ich hab sogar geflasht und gehealt. Wie dumm ist das denn? Ich muss ja wieder von meinem Brötchen dabei sein, bin ich besser. Gangplank kann sich ja aus meinem Cage befreien, wenn er seine Fuckfrucht frisst. Eieiei. Wow, oh, nice Gang, by the way. Ah, Fiora A ist bei mir. Okay. Haben sie das richtig gut gespielt, die beiden hier? Yes! Oh, yes! Geil, die MF hat gar keinen Kill bekommen. Alto Belly Vega hat einfach den Damage des Todes, Alter. Jetzt wollen sie mich ein bisschen zonen, aber nicht mit mir vorlegen. Nicht mit ihm. Ab. Also sagst du auf jeden Fall, neue Wohnung ist mega chillig und du genießt es, ja? Ja, entspannt und cool und ich bin richtig glücklich auf jeden Fall. Ja, das ist das Wichtigste. Ein glücklicher Toxic, seine glückliche Community, ein glücklicher Povrot, eine glückliche Geilo-Family. Aber jetzt wird's gerade gezoned und das geht mir auf die Nüsse. Die hast du also nicht beim Umzug verloren, ja? Die Nüsse? Nein, die sind immer noch vorhanden. Die habe ich auch in keinen Karton geräumt. Also hast du immer noch alle drei, ja? Ich dachte, wir reden hier über die 4 Nüsse, die ich habe. Oh, so gut gemacht. Ach so, also tatsächlich keinen einzigen Nuss verloren. Oh shit, Alter, das geht ja schon mal gut los hier mit uns beiden. Vor allem immer diese komischen Gespräche über Nüsse und... Achso, by the way, soll ich dir was verraten? Ich habe echt vorhin überlegt, weil ich bin ja wach geworden und dachte mir so, ich muss ja aufnehmen und ich bin ungefähr 10:55 wach geworden. Wir hatten 11 einen Aufnahmetermin. Echt? Alto Belly. Ja, okay. Ja, und dann dachte ich mir so, okay, schnell ein paar Zähne putzen. Und weißt du, was das Problem ist? Was? Bei mir ist das so, ne, es gibt einen Spruch und zwar, der Morgenschiss kommt ganz gewiss, auch wenn es erst am Abend ist. Morgenschiss hat Gold im Mund. Okay, ich hab's verstanden. Das Problem ist, dass ich gestern Abend nicht habe. Das heißt, die doppelte Dosis kam heute Morgen. Junge, das kann... Ja, cool. Das in 5 Minuten zu schaffen, ist eine richtige Herausforderung. Ach so, ey, hallo, ich hätte auch 5 Minuten auf dich warten können. Ich weiß ganz genau, wie wichtig der Morgenschiss ist, Alter. Wenn der gut war, dann ist auch der ganze Tag gut. Ey, das ist aber wirklich so. Ja, ist so. Das meinte ich auch nicht... Nicht so als Spaß. Ich kenne das. Ich denke, viele von der Community kennen das auch. Oh Mann, ey. So, genau. Deshalb musst du auch nebenbei noch jabbern, ne? Ja, weil ich bin aufgestanden, jetzt frühstücken direkt nebenbei und... Oh. Aufnahme, frühstücken. Aber trotzdem, schön, dass du zurück bist. Ja, ich freue mich auch. Ich glaube, jetzt wird gepokt, das heißt ein paar Tränke mehr. Aber wir wollten mal zurück zum Spiel, also es läuft hier unten gerade recht gut, wir haben 2-1. Ich hab, ja, 10 CS mehr.
roundabout 11, 12. Es läuft gerade echt knorke eigentlich. Ja, das klingt gut. Was, wie ist es dir den ganzen 30 Wochen ergangen? Sehr gut. Ich habe ja, dass ich meinen Job gewechselt habe, das war genau davor, ne? Ja, das weiß ich, das hast du mir noch erzählt und verklickert, finde ich auch richtig gut so. Also mega, weil, mega geil. Wie gesagt, es ist nicht nur bei mir so, ein glücklicher Powerwort ist eine glückliche Community, nein, es ist genauso. Nee, doch, es ist nicht nur bei mir so, sondern genauso bei Tom. Ich glaube, wir haben es. Ist auch eine glückliche Community, das wollte ich eigentlich auch sagen. Ja, wir haben es verstanden, glaube ich. Boah, wow, der Damage unter ihr. Boom! Ja, nee, ist also, ich habe mich jetzt total eingelebt. Ich liebe meinen neuen Job und es ist manchmal ganz lustig. Du denkst irgendwie, dass alles schon perfekt ist im Leben und dann wechselst du irgendwas und es wird noch geiler und dann merkst du, hey, es geht doch immer noch so ein kleines bisschen besser und ja, das habe ich jetzt gemerkt. Also dieser Jobwechsel hat mir dermaßen gut getan. Das so, ist eine freudige Nachricht. Ah, ich ja, mag es, wenn es meinen Freunden gut geht. Es ist lieb. Ja, nein. Nee, wirklich mega geil. So, ich bin 2-0 Vega. Also, by the way. Und Vega ist gerade brutal stark. Der Gangplank, wie ich sehe, farmt aber auch nicht schlecht. Gangplank im Late Game auch nicht schlecht. Aber insgesamt 6-3. Die Performance nicht schlecht. Und das Lustige ist, wir spielen sogar teilweise gegen Diamantspieler. Ja, deswegen also, ist es gerade irgendwie relativ ruhig. Das ist so ein bisschen das Reiskornbanden-Syndrom. Alle Gold und Platin und trotzdem spielt man nur gegen Diamantspieler. Aha, Hidden MMR OP. Kann man das so sagen? Da ist ein Wart. Junge, diese Q von Vega. Schön, dass die beiden genau dann engagieren, wenn ich den Water cleare. Wo genau der ADC nicht da ist, ja? Ja, ja, es ist richtig knorke. Oh, ich hab das vermisst, wenn du Knorch gesagt hast. Ah, was ich dafür liebe, ist wieder der Bock von Porky. Oh, die will die mir Blue geben oder was? Wow, da muss ich aber mal ran. Ich hoffe, ich krieg den, Alter. Ja, ich krieg den, oder? Boom! Thanks. Boah, Alter. Alter, warte mal, eigentlich will ich die Fiora hier knallen. Oh, die ist sowas von tot, oder? Nein, die ist nicht tot! Oh shit. Wieso check ich den Tower? Oh shit! Was macht der denn hier? What the fuck? Wieso hab ich den Tower getankt? Der war doch irgendwas komplett falsch gelaufen gerade. Oh, den können wir haben, ne? Den können wir aber hier richtig schön haben, ne? Bob! Und ich brauch nicht mal meine Barrier. Nice! Oh! Wow, geil! Den Gangplank! Ah, er muss flashen, okay? War mega nice gemacht. Huiuiuiuiui. So, 2000 Money. Ja, weißt du was? Ich helfe da sogar noch. Ich helfe da sogar. Ey, so geil. Vega ist echt so ein mega Champion. Und das ist ganz cool. Sie haben ihn genau so gebufft, dass er jetzt. Ja, dass er jetzt schon mega stark ist. Der hat halt mega Burst auch, ne? Oh shit. Oh fuck! Oh! Oh, da war noch gut! Da war noch gut was rausgeholt! Oh, es lohnt sich! Komm, knack sie weg, Junge! Ey, okay, der Double ist okay, aber ich hätte gerne gesehen, dass du den Kill kriegst. Muss weil, ich jetzt weil ich einfach alles perfekt vorbereitet habe, aber okay. Aber schön, 2-1, dann hat sich das Ganze gelohnt. Ich komme jetzt mit dem Morello Nomicon wieder. Die Träne stackt ja ganz entspannt und den Schuhen. So, ein paar Tränke vielleicht noch und den verkaufe ich. Ich will lieber mal. Wobei ich es gerade aber schade finde, weil er hätte den ADC doch echt den irgendwie noch ein bisschen killen lassen können. Ne? Ich meine, ja, obwohl halt Diana hat trotzdem das totes Snowball-Potenzial, ne? Ja, aber ich auch. Ja, irgendwie schon, ne? Ich schreibe ihm das, man hätte es mir auch einen lassen können. Und so traurig ist Smiley, weißt du, weil ich so traurig bin darüber. So. Bomb. Junge, Vega macht oh, den. Die Hooks auf Boom hier, Alter. Alto Belly. Jetzt hat er mich aber genascht. Wow. Wow. Der hat aber gut Damage gerade rausgeknüppelt. Wer, du?
Nee, der gegnerische Gangplay. Ach so. Alter, noch so eine Aktion und der hat mich, Alter. Überraschung, was hat er denn? Trinity Force jetzt ready? Ah, aber ich kann ihn ein bisschen poken vielleicht. Und er kriegt den Hook durch, really so gut. Aha. Jetzt kann ich backgehen, ich hab meinen Trinity Force. Mhm, da geht's los. Good job. Das schlimmste Gefühl wird vom Brötchen abbeißen, der ganze Schoß voll ist mit Okay. Wenn davon der ganze Schoß voll ist. Nein, das hat doch nicht gereicht, really? Wie lustig das klingt, wenn du mit vollem Mund drehst. Schlimmer ist die Leute, die meinen offenen Mund sehen müssen. Während ich esse. Ach so. Weil ich lachen muss, weil du echt witzig bist. Den Heiratsantrag, wann machst du mir den dann? Hab ich doch gerade. Ah, bin ich tot? Nein, bin ich nicht. Sie klärt nur mein Vision-Wort. Lol. Jetzt habe ich meinen Fade. Genau, jetzt habe ich meinen. Ja, sie ist alleine. Da also, kommen wir mit den Farmern. Oh, wow. Junge, der macht das gut hier, der Gameplay. Was? Die gegnerische Miss Fortune hat 53 CS? Ja. Na. Die ist ja richtig gefeedet. Ja, definitiv. Aber übelst, Alter. Der Gangplank, der macht das gut. Gefällt mir. Gefällt mir, wie der Gangplank spielt. Der Moment, wo man einfach um ist, die Hölle. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle. Eiskalt lässt du meine. Oh. Boom! Junge! Du machst natürlich wahrscheinlich auch schon krassen Damage, oder? Alto Belly, ey, die Vega Ulti, die ist nicht normal. Vor allen Dingen, ich hab ja gerade Heimerdinger geknallt und der hat ja AP. Und Vegas Ulti nimmt ja noch 80% des gegnerischen AP. Und knallt die einfach nochmal als Damage dazu. Das ist so heftig, ey. Das ist echt heftig, also wow. Ey, ich finde es übertrieben, vor allen Dingen, weil die Ulti selbst hat schon mal 100% Skalierung. Und wenn du noch 80% des gegnerischen AP hast, hast du teilweise, naja, man kann nicht sagen 180% Skalierung, aber gerade der Heimerdinger, ja, guck mal hier mit Stundenglas, mit dem Large Rod. Also der hat auch schon einiges an AP. Von daher ist der ein richtiger One-Shot für mich. LOL! Netter Versuch mit dem Flash-Hook, aber... Hey, Vega ist echt sexy. Kann man das so sagen? Ich werde sterben. Oh shit, ich komme mal... Oh, nice! Ich komme in die Richtung... Ah, wieso flasht der? Ja. Hat er gerade was gefressen? Die waren schon wieder hier unten, allesamt. Ey, warte mal. Hier ist nicht schlecht. Der Spot ist gut, oder? Der muss doch hier langlaufen, oder nicht? Ah, da war... Oh, shit. Ja, die ist ja klar, die müssen die schwache Lane sitzen und das machen sie jetzt auch gerade, ne? Hm, meinst du, die haben hier einen Ward, wo ich stehe? I think not. Weil Englisch ist very, very weit gewesen. Oh shit, da habe ich mich ein bisschen weit gewagt. Vielleicht muss ich gleich flashen, wenn jetzt irgendwer kommt, um mich zu killen. Nee. Ich versuche mal die Miss Fortune einfach mal zu one-shotten. Ach, hier haben sie aber den Ward, ne? Hm. Ich würde es aber gerne mal versuchen. Wie viel Power hat dieser Vega? Dieser dunkle Magier.
Bleib mal hier. Musst du die irgendwie in den Cage fangen. Jetzt vielleicht. Wir haben Drake. Ach shit! Oh, das heißt, die könnten jetzt kommen und uns ärgern, oder was? Ja, das ist Gangplank schon. Wir haben trotzdem viel Power. Oh, ja, nice, genau. Das ist immer geil. Er hat keinen Flash. Stimmt, er hat die Mami genutzt. Oh, sehr gut. Boom! Oh shit, da bist du ein bisschen... Doch, das geht, das geht, das geht. Egal, ich kann noch flashen, falls irgendwas sein sollte. LOL, da kommt sie so! Da macht sie so, Alter! Und schön im Cage gefangen. Good job, Gilly. Hammer. Ja, sehr gut. Nice. Schön hier die Double Wombo. Naja, so halb, ne? Bei mir läuft auf jeden Fall gerade. Ja, mega, Alter. Geiles Game. Mit Okonki ist ein richtig starker ADC. Viele unterschätzen ihn immer, ne? Mhm. Sein Midgame ist halt mega. Das ist so genau der Punkt, den du jetzt eigentlich hast, ne? Er ist echt mega. Ach so, und du baust dann sogar die Sorcerer Boots auf ihm? Ist das so ja. Standard auf dem Corki ADC, oder? Ich finde schon, ja. Natürlich, weil du einfach diesen Magic Fan auf deiner Phosphor-Bombe hast, ne? Ah, voll geil, Alter. Das gefällt mir. Das ist mal was ein bisschen Außergewöhnliches für mich. Aber ich spiele ja nie ADC, ne? Was spielst du noch? Du hast nicht auch mal Supporter so eine Zeit lang? Ich bin Main Support eigentlich, ja, immer noch. Das ist hier gerade ein außergewöhnlicher Pick mal für mich, das heißt, so, wo ich denke, ach komm, kannst du aus der Reihe fallen, so weißt du? Das heißt, wenn wir gleich einen Ranked spielen oder so, dann gibt's wieder den Epic Supporter, ja? Oh, good job, Alter. Oh nein! Was soll der Scheiß? Schon wieder die blöde Gangplank Ulti. Ist der schon wieder hier unten? Der kommt, der ist hier irgendwo. Gleich. Ja, da ist er. Ich komm. Den renne ich jetzt aber diesmal, ey. Ah, ich... Diesmal kann er mir ganz gefährlich an die Füße fassen. No kills for GP. Ja, ich würde den gerne knallen, Alter. Das ist der Level 12. Hup, boom! Nein! Erzähl mir doch nicht! Och nee, Alter! Ey, so close. Ich hab alles so herrlich Alter, was ist hier los? Es ist doch ein Feiertag, oder? Wieso klopft hier jeder irgendjemand in diesem Haushalt? Gerade an seinen Wänden. Ich hab's sogar gehört. An euren Wänden, ja. Alter! Ja, ich hab's gehört, ehrlich. Na komm ran, Miss Fortune. Ah, schade. Heimerdinger nur am Pushen, ey. Das ist typische Heimerdinger-Manier. Ja, vor allem der Shen Deftinger. Gerade der Shen kann nicht ausgehen da oben. Ja, Heimerdinger ist halt so eklig, ey. Weiß nicht, ich finde auch immer, man hat solche Probleme gegen den. Kannst du den auch irgendwie nicht ganken, richtig? Mal gucken. Na, die, weil der einfach dann seine drei Tower da stehen hat, ey. Das ist gar kein Problem. Nimmst du den jetzt Mars, ja? Alter! Also ich sag mal so, ich musste auf jeden Fall gerade raus, weil ich sonst gestorben wäre, aber ich hab nie gezündet für einen Heimerdinger. Das ist ein bisschen heftig. Warum klopft das dieser laut bei mir? Was soll denn der Scheiß? Ich hab's gehört wieder. Ey! Es ist Tag der Deutschen Einheit, das hat was mit dir gearbeitet. Feiertag, Alter. Junge, Junge, Junge. Oh, Papi ist tot! Das gibt's doch. Komm schon! Mitten in meine Aufnahme hier geklopft, das ist eine Frechheit. Par excellence. Das stimmt. Alter, voll, ist das nicht mal, ist das nicht mal richtig leise? Also, ich entschuldige mich jetzt schon mal für den Nachbarn hier. Der anscheinend keine Manier hat. Na krass, ne? Und auf einem Feiertag hier bohrt und klopft und keine Ahnung, was er noch immer. Ich glaube, er räumt seine Wohnung gerade auf oder so, mit dem Hammer oder so. Auf einmal bricht er gleich durch deine Wand und steht in deinem Zimmer. Ja, das wird mich nicht wundern. Oh, ich wollte einen Durchbruch schaffen. Ja, ich wollte unbedingt mal den Real Toxic AP kennenlernen. Ey, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das ist auch richtig laut, ne? Ja, aber ey. Okay, wie gesagt, es tut mir leid, ich kann nichts dafür. Ah, ist nicht so schlimm. Also für mich ist nicht so schlimm, ich denke mal, bei dir ist es halt noch lauter, ne? Ja, mal 10 oder so. Das kann doch
gar nicht sein, Alter. Das geht ab, ey. Oh, schöner Grabscher, schöner Grabscher, schöner Grabscher, Papi ist drin. Boom! Nice. Ey, dieser Cage von Vega, auch so genial. Oh, gechippt. Nun hab ich mir doch den Gangplank gegönnt, Alter. Nicht so, Kollege. Aha, nicht nur ein Mettbrötchen, sondern auch noch den Gangplank. Ach, komm ran, Baby. Ja, willst du? Willst du noch ein bisschen näher kommen? Hinter uns ist Heimer, Digga. Wollen wir den snacken, oder? Okay. Dann halt so. Und boom! Junge! Diese Ulti! Gerade an AP-Laden macht die einfach echt zu viel Schaden. Oh, schön! Bob, da ist der nächste gecaged! Oh, den. Ich komm weg. Nice, ich brauche nicht mal Flash einsetzen. Und keine Barriere. Geilo Matico. Und das Sto. Oh, schade! Die Bombe wär's gewesen. Oh, nee. Keiner verfolgt hier meinen Toxic. Kein Problem, alles ist gut, ich hab noch mein Flash. Zack, nochmal ein Cage rein. Kleine Mistbiene. Junge, wie riskant hier einfach mit diesen paar Leben noch rumzulaufen. Ja, hör noch nicht auf damit, ne? Ja. Alter, da sind. Ah, schade! Nein! Er hat das mit Ulti gemacht. Sehr schön gemacht von Heimerdinger. Ah, das habe ich nicht erwartet, dass es weiterspringt. Yo, Shen geht auch nochmal rein. Junge, das ist nur noch YOLO. Geil. Oh nein, oh nein! Oh nein. Und jetzt pushen sie. GG. Ich glaube, ich bin gerade echt zu YOLO. Ist okay. So, gerade Community gegen den Rest der Welt, da muss man einfach nur Spaß haben. So am Ende gewinnen ist cool, aber man muss zwischendrin auf jeden Fall Spaß haben und ein paar lustige Aktionen starten. Das ist auf alle Fälle. Also was wie sieht das eigentlich farmtechnisch aus? Ich habe 169. Oh, die MF hat 99, das ist ja eine Menge. Ey. Halleluja. Oha, die geht richtig. Und dabei ist mein Farm auch schon richtig bad. Ich farme heute richtig wie Käse, aber der Drake ist ab. Und ich gehe davon aus, dass sie den gerade machen. Weil sie haben auch schon einen, das ist die 1:1 mit Drakes. Ja, das sind sie am machen, das sind sie am machen. Aha, aber dafür haben wir die jetzt. Der Heimatdinger ist auch noch, ne? Denk dran, der macht richtig. Oh! Gut. Junge, ich stand echt so lange in seinem Tower, ne? Ja, ich will jetzt nicht chasen. Und krieg ich den? Boom. Ist das ein Homo? Ein Red Buff auf einem Vega. So strong. OP. Starker Auto-Text kommt jetzt auf jeden Fall. Weil du auch so richtig viele machst. Ab und zu mach ich schon einen. Oh, der Damage, komm schon. Komm. Klein, das ist geil. Put, kleines Miststück, Alter. Na, guck, wie schön die Autotext jetzt brennen. Oh nein, doch nicht. Du bist tot. Nein, ich bin tot. Nein. Oh. Was für eine geile Lache. Erstmal geht es auf Blade of the Wound King, ne? In dieser Aufnahme werde ich eins nicht vergessen. Put. Kleines Miststück. Ich sag immer so, ein bisschen Spaß muss sein. Das ist die Welt und Sonne scheint. Also die sind alle top, das heißt kaputt und durchbruch. GG. Push. Boop. Grandios, ne? Korki OP, ja?
Ja, wir Cockskins einfach Genius. Oh nein, da ist eine MF. Boom! Ein Hook und sie ist so. One shot! Ja, er trifft den Hook nicht, also machen wir lieber einen Abgang. Oh, Halleluja! Es beginnt wieder das Gekloppe. Halleluja. Ich habe noch einen Blue Buff, alles ist cool. Oh, es kommen alle runter. Na? Oh, das nenne ich mal zerfetzt. Da immer Dinger, wie er überall seine Bomben einfach nur plays. Oh lol, ich bin nicht rübergekommen. Keiner hat's gesehen. Außer meine ganze Community. Da wollt ihr nicht, dass ich wirklich jetzt fighten, oder? Das ist mega riskant, da zu fighten, ey. Diana ist jetzt da. Und boom! Komm. Benutzt das schon. Oh, hat sie schön gemacht. Swap! Oh, komm, da will ich auch noch ran. Ah, komm ich nicht mehr. Oder? Die wollen nicht beide haben. Ah, jetzt fliehen sie. Alter, ich hab die da so ausgetänzelt, alte Belly. Mein Leben. Habt ihr mal geguckt, ob die Fländer drin sind? Nein. Komm, gib mir Mr. Krabs. LOL. Nap. Boom. Oh mein Gott. Oh. Wow. Oh mein Gott. Da hatten sie da echt gewartet, oder was? Dann kriegen sie noch Q ins Gesicht. Okay, sie sind weg. Er ist auf voll nice. Q und mach mal eine Ulti. Ich weiß, aber ich hab ein Q rausgehauen. Ah, dann passt das ja. Ja, ist echt so. Sag einfach demnächst, was ich für Fähigkeiten einsetze, dann passt das. Alles klar, super. Boah, mein Farm ist relativ scheiße, gefällt mir nicht, ey. Zieh dich doch nicht selber runter, Junge. Ja doch, ich hab gesagt, ich soll mich ruhig alle Flames fürs Farmen, das ist auch gut so. Die Top-Lane Farm holen, ich brauch mehr Farm, ich brauch mehr Farm. Ich brauch 2840 für mein Blade of the Moon King. Bom. Ey, Mann. Du regelst Son jetzt auch ziemlich hart, wa? Ja, übelst, Alter. Ey, Vega ist so dermaßen dominant, ey. Ja, ah, ich mag schon, du stehst auf dominante Champions. Oh ja. Und nicht nur Champions. Hey. Nimm das zurück! So, können wir jetzt hier ein bisschen was rocken? Den 4-8 stehe ich, das ist eigentlich relativ okay. Vor allem bei uns hier einfach alle 11, 11, 10. Braucht noch einen Kill, damit ich da gleich ziehen kann. Oh oh, wen haben wir denn hier? Oh! Barriere! Ich hab ihn nicht echt so geil rasiert, oder? Anscheinend schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Rasur gegen den Strich war perfekt. Oh shit. Und sie verfolgen mich weiter. Ey, sind die dreckig. Oh. Hauptsache sind die dreckig. Man willst du das wissen, vielleicht sind sie auch gewaschen. Die müssen auch noch rasiert werden. Alter Verwalter, ey, so. So ein nice ADM. Shit. Na, werde ich greedy, ey, wenn die MF hier langkommen würde, das wäre so geil. Ja, die machen jetzt gerade einen Drake, ne? Den Dridden? Ja, schon wieder. Oder machen die Baron? Ne, ich glaube, die machen Drake. Ne, ne, Dridden. Die machen Baron! Die verdammten Naps! Ah! Ja, den können wir nicht challengen, aber ich kann Drake in der Zeit machen. Ja, alto Belly. Ey, verdammt. Auch gerade so geil, ey. Ich hab mit meinem Seraphs Schild, mit Shen hat mich geschützt. Wow. Die haben echt Baron, ey. Wer macht 1,7k mit Ulti? Heimerdinger wahrscheinlich, ne? Nice, aber Drake 2-2 und das schaffen wir schon.
Dem Clan, ja. Das ist kein Thema hier. Ich finde sogar gut, dass die Baron haben, da wird das ein bisschen spannender. Ja, aber das ist auch nicht spannend genug. Ich finde das auch nicht. Ich finde das gar nicht spannend, das Spiel. Junge, Alter. So. Die Frage ist ja immer nicht, ist es okay mit den ganzen Drakes und sowas, ne? Ja, und den ganzen Barons und sowas. Aber der Punkt von diesem Spiel ist, die MF hat immer noch 136 Farben. Ja. Das ist ein guter Punkt. Und ich pushe jetzt schon wieder die Botlane ein bisschen aus und gehe dann gleich weg. Viele beschweren sich, ich glaube, ich rufe, wenn da ein Vega dabei ist, der einfach geschottet. Die rasieren die sowieso. Du kannst halt, das ist schon ganz geil, du puttest. Ja, putter einfach mal weiter. Oh, verdammt. Ich pushe nicht weiter, Tomek. Ne, aber mach mal schön Splitputsch, das ist auch eine coole Technik jetzt. Das Problem ist allerdings, dass ich keiner von denen bin, der jemanden duellieren kann hart. Ja, aber du kannst dann ja einfach wegjumpen, so, und wir machen hier Bounce-Druck. Das ist eigentlich schon ziemlich gute Technik. Ich kann nichts machen, auch wenn sie einen Baron haben. YOLO-Q, ey. Boah! Das war close, okay. Hier, friss meine Bombe. Willst du noch eine haben? Friss sie. Hopp, jetzt geh erstmal in meinen Cage. Boom! So, schon mal halbe Leben weg. Oder ein bisschen mehr. Und jetzt wird er nochmal. Hopp! Ah, schade. Wir können einfach weiter nach vorne gehen. Wir brauchen doch gar nicht die Fiora chasen. Sorry. Ich brauche nur ein paar Leute, die mir helfen hier. Dann passt das schon. Ah, die chasen die Fiora. Das oh, nee. Alles gut. Oh. Boom, und weg. Alles gut. Ja, trotzdem bin ich gerade mega gestunt gewesen und bin jetzt scheißen low. Lass mir die Mini zum Hochheim, bitte. Boah, ich merke gerade, ich brauche noch einen Blutdürster, um mich noch mehr hochzuhalten. Mhm. Oh! Die haben gerade viel Damage gemacht, Alter. Ich gehe lieber zurück, ey. Bin auch ein bisschen risky hier. Was hat denn die MF eigentlich an Gear? Die hat ja fast gar nichts. Na komm. Costa! Was kostet das? Einmal ein Cage. Das kostet fast gar nichts! Ja, klar! Das ist so geil. Costa, was kostet das? Ah, das kostet was gar nichts. Der Baron ist wieder gone. Sehr gut. Ja, easy. Ich muss hier nur ein bisschen aufpassen, Alter. Die können uns hier ziemlich hart duellieren. Oh! Gar nichts können die, Alter. Gar nichts. Hat das jetzt schon mal endlich mit Gewehr reingeht? Wow. Komm schon! Ah, oh, kriegen die noch wen? Ich glaub nicht. Nee, schade. Ey. Doch, ich kriege Botlane-Farm. Na toll. Freu dich. Aber erstmal muss ich. Ja, ich brauch mein Last Whisper jetzt gegen da so ein paar schade. Ein, zwei tankige Typen. Bin durchgebrochen. Oh, wie geil ist das Double the Wave! Oh. Das, sowas macht mich glücklich. Und boom! Wieder ein Kill! Hey Vega! Er ist einfach verrückt! Ihr seid, ja, ey. Aber wie viel AP hast du eigentlich inzwischen schon? 890. Und jetzt baue ich den Hut, dann habe ich wieder über 1000, ey. Das ist so heftig. Warte, mit Vega. Aber du hast den Hut noch nicht? Nee, das ist schon ohne Hut, das habe ich 890, ey. Mit Schirm, Schaum und Melone dafür. Deren Blue müsste eigentlich ab sein, die will ich mir eigentlich. Yo! eine W, Fiora hat halbe Leben verloren. Oh ne, deren Blues weg, eine Frechheit. Was? Ey komm, was macht die MF hier? Die will sterben. Oh! Boom! Einmal, Digga, kommt gleich zu mir, das weiß ich. Ey Mann, ich kann mir. Wie viel brauche ich für den Hut? Ich brauche da noch ein bisschen was. Und boom! Das kann gar nicht wahr sein! Ja, aber der ist doch schon tot. Den hab ich doch auch schon geknallt. Ach so, lol. Junge, das kann nicht wahr sein. Ich habe gerade noch über 1000 für den Hut gebraucht. Oder 1200 oder so. Jetzt schön zwei Kills weggeschnackt. Schön. Komm, jetzt den Hut und jetzt gucken wir mal gleich. Ah, warte. So.
So, und jetzt gucken wir mal, wie viel AP ich habe. Ey, die dürfen jetzt nur noch nicht surrendern. So, und... Boom. 1333 AP! What the heck? Das ist doch nicht normal! Und ich pushe die ganze Zeit die Botlane durch. Junge, das kann nicht wahr sein. Meine Ulti macht einfach schon so als Standardschaden 1800. Die W macht, sogar nur die W alleine macht schon 1700. Und die Q macht 1000, Alter. Krasser Damage, ey. Ey, das ist nicht normal. Ey, Vega ist echt so ein... Ich sag ja, das ist ein verrückter Champion, Alter. Das Riot hat ihn ein bisschen gefährlich gebufft, aber jetzt bei den Worlds hat... Zack, so, einmal gecaged, weg. Boom, einmal Ulti. Boom, weg. Das ist so übertrieben easy jetzt gerade schon. Und, treff ich! Yes! Und Triple. Und nochmal, komm, auf Heimi. Heimi, hallo. Fress das. Bei dir läuft schon nicht mehr, bei dir brennt förmlich. Das ist echt heftig, Alter. Ey, den Heimerdinger. Und da ist er. Wir können eigentlich mal durchmachen, ne? Ah, so close. So, auf Feuer. Ey. Junge, der Damage. Bumm. Komm. Jetzt snack ich mir da noch irgendwo, irgendwen. 11, 4 und richtig 20, 5, what the heck? Warte mal, wie viel Leben hat der Gangplank, wenn ich jetzt nur die Ulti auf ihn abfeuer? Oh shit, ich will aber nicht sterben, ich will aber nicht sterben. Nice. Boom! Das kann nicht sein! Ey, Junge, das der Moment, wenn die Krabbe all deine Fähigkeiten dodgt. Wenn dieser Moment gekommen ist, dann weißt du, du bist ein richtiger Noob. Ey, guck dir das dann, wie der mich chased, ey. Das ist nicht sein Ernst, ey. Ja, Hauptsache, ich habe jetzt erst auf das richtige Trinket geupdatet. Na gut. Could you stop the kill the AFK? Wer ist denn AFK bei denen? Ja, alle. Ach so, also sollen wir gar keinen mehr töten. Das ist nicht drin, meine Freunde. Ey, komm, der... Ey, komm, ich geh jetzt einmal... Ich bin so... bin jetzt ganz mutig. Ja, das ist aber... Shit, das ist aber ein bisschen gefährlich, ne? Na, es ist nicht gefährlich, ich komme auch. Vertrau mir, wenn du mir ein... Ah. Oh, Binding nicht getroffen, also Cage. Mm. Binding. Aber das Gute ist, den habe ich ja gleich wieder ab. Und der Trash ist sehr mutig. Und weg. Boom. Junge. Ach, der ist... Ach, die ist auch weg. Bob. Wow. Boah, wow, was? Was hat sie mich denn gerade so hart gekillt? Wow. Und weg. Oh shit. Doch nicht. Yes, ja, der Grabscher hat getroffen. Boom. Ja. Wie viel macht dein Regenschauer von oben inzwischen? Der macht 1730. Ey, es ist so ein krasser Damage, ey. Vega ist so unfassbar stark, ne? Ey, es ist einfach unverschämt, ey. Vor allem, weil du auch einfach ohne viel AP und du könntest ihn sogar. Weißt du, was so interessant wäre? Ich würde mal gerne jemanden sehen, der Vega komplett auf Full-Tank baut. Ja, und die ganze Zeit seine Kiefer. Ja, genau. Und dann einfach trotzdem umsonst. Und dann einfach umsonst halt die AP bekommen, ne? Ey, krasses Game. Ja, wir sind durch, Leute. Es war ein richtig schönes Spiel. Vega ist unverschämt. Toxic ist endlich zurück, was mich mega freut. Ja. Und deshalb nehmen wir auch gleich jetzt noch ein Gamechen auf. Und ja, von daher, wir sehen uns heute. Wir sehen uns morgen dann wahrscheinlich auch wieder in der nächsten Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ciao, ciao. Ciao.